In der Wohnung gibt's einiges zu tun. Schweißgebadet. Man sieht es hier bei mir. Doch ihr seht, wir sitzen wieder im Pferdchen. Wir satteln die Pferde nämlich wieder. Mian will da was sehen und es gibt eine Deutschlandpremiere und die wollen wir uns angucken in Köln. Bleib dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Guten Morgen von uns hier. Ich muss direkt mal schauen, wie spät wir es haben. Ja. 10 Uhr. 10 Uhr. Hör mal, Leute, ich habe heute schon herzlich gelacht. Das muss ich euch erzählen. Warum? Ja, auf jeden Fall gestern so Illo. Ich weiß gar nicht, war das in der Anwesenheit von der Sarah? Nicht in der Anwesenheit von der Sarah. Stimmt. Ja, Mian. Ich gehe morgen früh mit Mian zu der Oma frühstücken und fahre zum Baumarkt, hol Farbe. Und du kannst ja im Bettchen bleiben, ein bisschen schlafen und dich ausruhen. Ich habe gestern schon gelacht, da habe ich auch gesagt, bis du aus dem Puschen kommst, da bin ich schon längst wach, beziehungsweise der Kleine macht mich morgens immer wach. Da sagt er, ja, aber dann schläfst du weiter. Ich sage, Illo, bis du morgens hochkommst, wie gesagt, so heute Morgen, was war gewesen? Ich war schon längst wach, der Mian war aber auch noch am Schlafen, aber ich bin früh wach geworden, weil ich bin mit den Kleinen früh schlafen gegangen. Aber trotzdem, der Herr, der kommt nicht aus dem Puschen. Das ist selbst, wenn der blinzelt immer morgens so, da guckt er und dann dreht er sich nochmal um. So, das ist dieses Übliche eigentlich. Ja. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen mega gelacht und ja, was war gewesen? Wer hat natürlich am längsten geschlafen? Er da. Der Kleine schon topfit, ich schon topfit. Und dann habe ich nur so zu ihm gesagt, ich sage, ja, ich dachte, du wolltest doch mit dem Mian bei deiner Mama frühstücken und wolltest zum Baumarkt Farbe holen. Ja, wir fahren ja jetzt zum Baumarkt, aber ich habe auch die Ausrede, Mops hat gestern um 9 Uhr geschlafen. Um 9 Uhr? Vielleicht um 9:30 Uhr. Ja. Und ich habe wieder durchgezecht, weil egal, die Videos durch die Arbeit komme ich nicht hinterher quasi und habe sie dann vollendet, sodass wir jetzt wieder bei 0 sind, dass ich jetzt nur ein Video am Abend schneiden muss. Also bis 1, 2 Uhr war ich wach. Also, das Ding ist, was? Der Illo, der fummelt abends erst immer am Handy. Sei ihm ja auch gegönnt, ne? Soll ja nicht nur Videos schneiden. Und sowas. Aber der guckt dann immer, der fummelt dann noch hier und guckt nur da und macht noch da und fängt dann, weiß ich nicht, erst wie spät an Video zu schneiden, dass man dann spät ins Bett kommt, das ist klar. Meine Befürchtung ist natürlich ein bisschen zukunftsmäßig jetzt, wegen dem Baby, ne? Ich werde da halt nachts sehr oft wach sein. Ich kenne das halt von mir, stillen, Windel wechseln, hier und da und jenes. Ja, und dann, wenn ich halt sowieso quasi schon mehr oder weniger die halbe Nacht wach bin oder oft wach bin. Ja, aber da kann und ich der ja um Mian, 10 stopp mal, und der Mian quasi versorgt mich dann, dann morgens wach macht, weil der Illo nicht aus dem Quark kommt morgens, ist mir damit leider auch nicht geholfen, ne? Ist halt das große Problem und naja, wir werden jetzt auf jeden Fall zum Baumarkt, es gilt Farbe zu kaufen, natürlich gehen wir frühstücken bei meiner Ma, das muss auch drin sein und überlegen gerade eben, ob ich Mops dort lasse, weil du hast ja noch so viele Wickelsachen und so durchzugucken, ja, ach, nicht Wickelsachen, Kindersachen und so ich weiter. Ich muss Kindersachen waschen, ja, alles durchschauen, das ist bei uns ziemlich sportlich, aber ihr wisst ja, habt ja selber mitgekriegt, bei uns ist gerade das Programm einfach voll, mir ein Krankenhaus da streichen, hier und da machen. Ich habe heute Morgen schon direkt eine Hebamme auch angerufen, eine Nachsorgehebamme, die ich jetzt habe, habe beim Kinderarzt angerufen, wo ich mit Mian bin, habe da quasi das zweite Kind angemeldet, habe mal gesagt, hör mal, wie sieht's aus? Ja, hatte noch wegen dem Kindergartenbeitrag, den wir letztes Jahr für Mian bezahlt haben, da brauche ich noch so ein Schriftstück für die Steuern, das muss halt auch irgendwie alles erledigt werden, von daher. Ja, der Mian sieht hier auch Sachen, der sieht irgendwelche Fotos und vom und wir müssen auch unbedingt dran denken, wir müssen eine EVB-Nummer brauchen fürs Auto. Das war ja letztes Mal im Winter, weißt genau, du noch, wo genau. wir dann standen. Also das Ding ist, in 4 Tagen haben wir den Anmeldungstermin für das Auto. 4 oder 3? Nein, in 4. 4 Tagen haben wir den Anmeldetermin fürs Auto. Da sind wir froh drüber, weil gerade ja so welche Fahrten oder sowas, ja, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesehen, das wird es ja nicht mit dem Wohnmobil machen. Und du kannst ja teilweise echt wieder am Krankenhaus oder irgendwas kannst du immer schlecht parken. Deswegen sind wir froh, wenn wir das Auto haben,
Genau, der ist nämlich auch in 4 Tagen. Wir müssen uns halt noch um diese EVB-Nummer kümmern, dass das Auto versichert ist. Aber das ist das kleinste Übel. Wir haben da unseren Herrn Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, da anrufen, die sagen so, wir hätten gern das und das. Der gibt uns direkt dann die Nummer, der klärt das und dann sagt er, kommt da mal irgendwann zur Unterschrift rein. Genau, da sind wir auch mal froh, dass wir den haben. Genau, so. Und jetzt haben wir erstmal genug Quatsch, würde ich sagen. Da sind sie, die Jungs vom USB. Am Malochen, ja, schöne Unterhaltung mit den alten Kollegen. Das ist doch auf jeden Fall lustig. Ja, der Illo war schon ganz fleißig. Ich war mit dem Mian draußen. Ja, das sieht doch hier schon ganz, ganz schick aus. Ja, viel Arbeit. Und der zweite Pott ist mittlerweile auch schon fast leer. Wir brauchen neuen Stoff, Mops. Wir müssen uns neuen Stoff besorgen. Ja, aber, ja. Oder mich bei Laune halten. Genau, auf jeden Fall ist das hier quasi jetzt fertig. Das sieht schon ganz gut aus. Hier werden noch Feinheiten gemacht. Stevian hatte Hunger. Wir waren gerade draußen und er muss aufpassen, dass er hier nicht durch die Farbe läuft, die auf dem Boden ist. So, jetzt geht's los hier. Der Mian, der hilft richtig. Ah, das muss hier ab. Ist doch logisch. Zack, 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 zack geht das. Wo ist er denn? Da versteckt er sich. Und kommt nicht hoch. Und ich merke gerade, glaube ich, ich tritt in frische Farbe rein. Ja. Herrlich, ach schön. Das macht doch Spaß. Ach, guck mal, ja, guck die schwarze mal. Füße, Leute. Och, wie peinlich. Illo hat weiße Socken mit weißer Farbe. Ja, Illo, erzähl mal, was ist denn das hier? Ja, hier ist einiges zu tun auf jeden Fall, ja. Du warst doch fertig mit Flur, Küche? Ja, sie massakriert mich eigentlich immer. Also sie sagt immer, also ein weiter geht's nicht, geht bei Mops nicht. Deswegen bin ich jetzt hier dran. Also ich möchte, dass du das klarstellst, Illo. Was soll das ich? Ist mir wichtig. Nee, jetzt mal ohne Witz, das ist hier nicht auf meinem Mist gewachsen, richtig? Ja, ich weiß ja, was sie alles liebt und was sie möchte. Und was sie braucht. Ach, und du brauchst das ja nicht, ne? Weil, Also ich hab Rückenschmerzen und hab heute noch einen Chiropraktiker-Termin, damit ich wieder gerade bin. Ja, und heute Abend werden wir hier nicht schlafen, ne? Dazu werden wir aber noch berichten. Wir ja, haben es geht wieder auf Tour, das Wohnmobil ruft, also so schön es auch ist hier alles. Und ja, Mops muss euch auf jeden Fall mal die ganze Wohnung zeigen, weil ich habe schon alles fertig geschrieben. Das ist jetzt hier der letzte. Ja. Auf jeden Fall geht's für uns heute Abend los. Das heißt, wir müssen wieder die Hälfte der Sachen runterschleppen, was wir schon hochgeschleppt haben. Bettsachen und so. Ja. Ja, Zahnbürste etc. Wir haben ja nicht irgendwie alles doppelt. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr komplett doppelt ausgestattet? Was nehmt ihr denn eigentlich erstmal auf Reise mit? Was lasst ihr im Wohnmobil? Wir müssen mal schauen. Aber ja, genau. Der Illo soll jetzt hier erstmal machen, weil der Chiropraktiker-Termin ruft. Und der muss auch noch Sachen zum Sperrmüll wegbringen. Und ich muss noch Waschmittel kaufen, weil ich Babysachen waschen muss. Das klingt doch alles sehr vielversprechend, ne? Oh, Illo, das sieht ja gut aus. Ah ja, bin fix und fertig. Ja, man sieht auch den Schweißfleck auf deinem Rücken. Obwohl, ich filme, ja, man sieht's. Oh Mann. Eieieiei. Ja, aber man muss auch sagen, es ist wirklich heiß. Hier oben ist heiß, dort sitzt hier kein Ventilator. Die Morgensonne scheint hier rein, ne? Und die Mittagssonne. Und von daher, ja. Sehr, sehr schön. Dann muss das hier jetzt alles nur noch trocknen. Ich muss natürlich noch den Boden dann richtig sauber machen einmal. Ich habe nicht gekleckert hier, aber sonst... Oh, Illo. Du weißt ja, wo der Schwamm ist. Nein, nein. So, Illo, dann... Gibt es noch einen Raum, den man streichen könnte? Noch um welchen denn? Frage ich nur, gibt es noch einen Raum? Nein, nein, gibt es noch? Gibt es noch einen Raum? Nee. Ja, dein Glück, ne? Sonst würdest du wahrscheinlich noch irgendeinen Raum streichen, oder? Bestimmt. Ah, hier muss noch eingestrichen werden. Ups. Ach. Guten Morgen hier von Illo und Mops. Ja, eigentlich
wollten wir jetzt los und wir stehen mal wieder hier am Baumarkt. Der Mian sagte schon, wie, schon wieder Baumarkt jeden Tag. Wir sagen, ja, es war nicht geplant. Das Problem ist, ja, wir haben einen Termin. Wir wollen ja heute was Schönes für Mian machen. Und der Elo sagte gerade, ich war ja schnell was einkaufen, Brötchen. Und der Elo sagte, oh, das Gas ist leer. Und wir so, oh nee, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht möglich sein. Und der fängt schon an aufzutauen. Von daher müssen wir schnell Gas holen. Und genau, jetzt genau. Da ist der ganze Sand noch von Marokko drin. Wir schleppen die Wüste mit. Aber Elo, darum geht's jetzt nicht. Nee, darum geht's. Das machen wir jetzt nicht sauber. Pass auf, der Sticker da bitte abmachen. Ach ja, mein Sticker auch. Genau, genau, sonst ist schlecht. Und dann gebe ich dir einmal hier die Karte zum Zahlen. Elo, wir hätten hier in den Drive-In reinfahren können. Ja, aber jeder Gang war schlank und ich war ja beim Chiropraktiker und da kam noch nichts raus, deswegen gibt es da auch noch mal ein bisschen Geschichte bei mir. Deswegen kann ich noch tragen, sag ich. Ja, ja, kannst du noch tragen. Du wurdest ja noch gar nicht, jetzt muss erstmal komplett Anamnese gemacht werden. Wie auch immer, okay, das hast du. Und den. Ich habe hier, guck mal, 9,86 Tage Gewicht jetzt gekriegt. Super, sehr schön. So. Was ist eigentlich mit der Marokko-Flasche jetzt? Ja, können Elo? Wir die auch hier abgeben? Ja, müssen wir schauen. Sticker gleich drauf machen, fertig. Ja. Wir sind wieder auf Tour. Das Wohnmobil rollt. Ja, aber anders als geplant. Wir wollten ja gestern Abend los, wie wir euch erzählt haben. Aber der Elo hatte gestern einen Termin beim Chiropraktiker und das hat dann irgendwie so lange gedauert, dass es sich dann nicht mehr, das hat sich nicht mehr gelohnt. Was heißt nicht gelohnt, aber bis wir dann quasi in unserer Wohnung waren, dann hätten wir quasi die Schlafsachen rausholen müssen, also untertragen, Zahnputzzeug und dann haben wir gesagt, komm, wir pennen einfach oben, ist praktischer, können wir uns heute Morgen einfach abduschen, musst du nicht erst Wasser erwärmen und so, ne? Das ist ja auch praktisch, wir haben ja diese Vorzüge des Wohnens oder dieses normale Lebens, was die meisten ja tun, haben wir ja nicht. Von daher genießt man dann auch normale sanitäre Anlagen und so war es einfach auch am besten. Der Elo musste jetzt gerade auch noch zum Arzt reinspringen, sich eine Überweisung holen. Ja, und das Ding war, dann stehen wir beim Arzt, es ändert sich ja halt lange was und dann steht er quasi bei unserem Arzt und geht da rein und denkt sich, hä, das sieht ja hier irgendwie alles anders aus. Da hat sich jetzt so einiges verändert und dann hat er geguckt und die sind umgezogen. Gott sei Dank irgendwie nur zwei Straßen weiter. Dann sollte aber da noch mal kurz irgendwie, Kannst du mal reden, ich war 2018 das letzte Mal da. Also, ja, genau. Man muss ja nicht zum Arzt sein. Auf jeden Fall sollte er dann sogar noch mal rein und ich so, boah, Elo, das musst du morgen machen, wir müssen los, weil wir fahren jetzt nach Köln. Genau. Liebe Grüße an dieser Stelle an unsere an die Kölner Zuschauer. Genau. Ja, die Bahn ist frei, wir sind aber spät dran, aber wir schaffen es locker, weil für heute ist für Mian ein besonderer Tag. Der ein oder andere hat es vielleicht irgendwie mal mitgekriegt oder sowas, vielleicht auch nicht. Ihr kennt ja vielleicht alle Jurassic World. Das ist ja hier das mit diesen Dinosauriern und Mian steht ja total auf Monster Trucks, auf Dinosaurier. Und da ist wohl in diesem Odysseum oder Odyssee, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das kenne ich auch nicht. Ich schätze mal, das ist quasi wie eine Veranstaltungshalle, hat Jurassic World sowas aufgebaut. Die haben sich quasi ihre eigene Jurassic World dort aufgebaut. Und das hatte ich damals von der lieben Maria, von meiner Freundin gekriegt, den Tipp auch, guck mal, das ist da. Und dann habe ich schon gedacht, boah, da müssen wir hin. Wenn wir quasi in Deutschland sind, müssen wir für Mian dahin. Ja, und dann habe ich vor ein paar Wochen Karten gebucht, weil man schon gesehen hat, okay, das ist schon relativ ausverkauft und ich wollte halt gerne vor der Geburt dann noch hin, weil ich möchte auch gerne mit hin. Das war jetzt natürlich Glückssache, ob bis dahin das Baby drin bleibt oder nicht. Du bleibst ja immer alles, ne? Genau, es ist ja jetzt nur noch knapp 2 Wochen und aber das Ding ist, mit Neugeborenen kann ich da nicht hin. Ich bin da vielleicht körperlich auch nicht in der Lage und zudem, wenn da irgendwelche großen Dinos sind, die irgendwelche Geräusche machen, dann bist du da mit Neugeborenen, das geht nicht. Ja. Du machst auch alles mit, ne? Ja, ich mache alles mit. Ich mache auch alles für Mian halt mit. Wir machen 2 Wochen davor und jetzt im sicheren Hafen nochmal auswärts. Es sind ja noch nicht mal ganz 2 Wochen, Elo. Ja, auf jeden Fall. Gestern Abend lag ich im Bett oder heute Nacht wurde ich wach. Ich werde mal nachts wach, weil ich Pipi machen muss. Und dann habe ich so mir im Innerlichen zum Baby gesagt, du darfst noch nicht kommen. Morgen ist Mian-Tag. Wir müssen nach Köln. Ja.
Und so, das war nämlich auch dieser Hintergrund, wo ich dachte, wenn es nämlich losgehen sollte, wäre es besser, wir schlafen quasi in der Wohnung und können quasi zum Krankenhaus fahren, anstatt wir, weil der Plan, wir fahren schon mal nach Köln, pennen dort. Dann, klar, könnte ich auch in irgendein Kölner Krankenhaus, aber so kann ich quasi in die Klinik, in meine Wunschklinik, wo ich mir das wünsche, hin. Jetzt kommen wir zu dem Problem mitten hier in Köln. Wir wissen nicht, passen wir da runter von der Höhe. Warte mal, ich sehe da gerade Begrenzung. Ich gehe mal da schauen. Ich sehe es nicht. Naja, da oben zeigen schon Leute. Fahrt lieber hier rechts hin. Okay, okay. Dafür seid ihr dann da. Okay, aber da müssen wir abklären, ob wir hier stehen dürfen. Das ist wieder das Problem Wohnmobil. Er hat sie doch gezeigt. Und die Parkplätze sind so. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach hier so hin, oder? Hier nicht. Ja klar, warum? Wir sind da Parkplatz. Der kommt da nicht raus. Ja, weil das ist doch sein Problem. Er parkt da falsch. Was bist du denn für ein Assi? Wie, warum für ein Assi? Guck doch mal, das sind extra Busparkplätze. Oder außerdem brauchen wir die Aufbautür hier da vorne. Eieiei. Ich parke ja wohl so. Vielleicht sollten wir da parken lieber. Hallo? Warte mal, ich fahr mal zurück. Jetzt guck mal, wie die ganzen Kollegen hier parken mit ihren Autos. Mal eben kurz. Jetzt fahr mal nach vorne. Oh, ja, shit. Ja, siehst du, Lust auf Pizza. Hab ich auch. Ja, obwohl, der darf da gar nicht so parken. Genau, sind die dürfen auch gar nicht so parken. Dann soll doch klarkommen dann. Ja, der kommt ja auch raus. Ja, so ist es jetzt nicht. Aber wir klären das einfach mal trotzdem ab jetzt hier. Ja, die parken natürlich logisch, so wie es dann auch sein sollte. Ne? Also, wir könnten jetzt auch so hier stehen, aber dann. Natürlich darf genau das auch nicht fehlen. Eine Dino-Münze ist doch logisch. Ja, dann macht mal. Wir haben wieder eine Erinnerung für uns, und zwar so eine Münze als Erinnerung an den heutigen Tag. Wir sind jetzt hier raus. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag, eine richtig schöne Begegnung hier im Odysseum in Köln. Und schaut mal, da vorne ist so eine Dachbox. Da stehen gerade eben die Leute, die sind wohl, ich vermute es, mit dem Auto runtergefahren, das Ding oben drauf, oben jetzt überall Kratzer und standen da die ganze Zeit so, oh nee. Ja gut, dass wir auf jeden Fall da nicht runtergefahren sind. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es hier heißt Illo und Mops. Und ich kann euch sagen, was ist mit dem Auto los? Ist die Wohnung jetzt wieder fertig? Das sind Fragen, die offen sind. Deswegen schaltet wieder ein. Ciao!